Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder zu einem Informationsvideo. Zuallererst möchte ich mich für den krassen Juli-Support bei euch bedanken. Es sind viele Zuschauer auf meinen Kanal gekommen und haben mich mit Likes, mit Abos und mit Kommentaren beworfen und daher nochmal vielen Dank dafür. Ihr habt es ja im Titel und im Thumbnail bereits gesehen, Mike fliegt in Urlaub. Wohin und für wie lange, dazu komme ich gleich. Mein Urlaub beginnt heute und endet am 23. August. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ich vom 9. bis zum 23. August 2 Wochen lang kein Video auf meinem Kanal hochladen werde. Ich bin nämlich vom 12. bis zum 20. August gemeinsam mit meinem Kumpel Patrick in Amerika, genauer gesagt in New York City. Ja, ganz recht. Ich wollte schon immer mal dorthin und ich war seit 2005 nicht mehr im Urlaub. Das bedeutet auch, dass ich keine News per Twitter oder Instagram posten werde, sondern Sehenswürdigkeiten aus New York. Aber ich habe für euch einen Riesenstapel an Informationsquellen unten in die Videobeschreibung gepackt, von Twitter-Seiten über Instagram-Seiten bis hin zu Internetseiten, wo ich meine Infos für die News herbekomme. Das versprochene Sicherheitsvideo, was übrigens die letzte F1 einfach erklärt Folge sein wird, ist für Ende August geplant. Ich habe mir überlegt, ab dem FAQ im September den F1-Fan des Monats einzubauen. Das bedeutet, ihr macht 5 hochauflösende Bilder, also mindestens Full HD, von eurer Formel 1-Sammlung, Fanartikel, was weiß ich was, schreibt einen kleinen Text dazu und schickt mir das bitte auf meinen Discord, Link dazu in der Videobeschreibung. Das war es mit den Infos. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, könnt ihr auf Like klicken und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, ciao.